Dank. Dude, calm down. Oh, bitte kommen Sie schnell. Yes, yes, my friend is injured. German, English? Oh shit. Wir sind unterwegs mit dem Fahrrad von Deutschland über Polen und das Baltikum nach Finnland und dann weiter durch Schweden bis nach Norwegen. Kein Zeitplan, keine Hotels, keine Campingplätze, kein Kamerateam. In dieser Folge begleitest du uns von der Grenze zu Deutschland bis in die Mitte Polens. Ja, in einem Kilometer ist es soweit. Es geht jetzt nach Küstrin und dann sind wir in Polska, Land Nummer 2. Ja, erstmal noch nicht so viel zu sehen, aber mal gucken. Wir sind jetzt in der Altstadt von Küstrin und die Stadt existiert nicht mehr. Kann man sich ja nicht vorstellen, dass das eine City war. Das Ganze ist nur noch eine Ruine. Das wurde alles im Zweiten Weltkrieg zerstört in der Schlacht von Küstrin. Das war hier immer schon ein wichtiger strategischer Punkt. Hier hat dann am Ende des Zweiten Weltkriegs die Rote Armee ihre Ausgangsbasis gehabt, um nach Berlin vorzudringen. Und hier ist jetzt wirklich nichts mehr, außer das Stadttor, wo wir vorhin durchgefahren sind. Sehr cool gemacht. Hier stehen immer noch die Straßenschilder und sind die Sehenswürdigkeiten auch ausgeschildert, die es hier mal gab. Manche Straßen sind noch ganz gut erhalten. Hier sieht man noch die Mauerreste und so eine Treppe hier hoch. Das hat sich die Natur alles schon zurückgeholt. Hier sieht man noch den Bürgersteig und da, wo die Straßen mal waren, ist alles sehr überwachsen. Hier ist ein Baum in das Mauerwerk reingewachsen. Wir haben hier so ein Kellerloch entdeckt. Ach, die Leute schmeißen natürlich Müll rein, war ja klar. Jetzt hier bei der Bastion Philipp, die ist noch ein bisschen besser erhalten. Also ich gucke jetzt gerade mal, was hier sich hinter diesen Türen verbirgt. Hier scheint heute nichts los zu sein. Das ist schon ziemlich cool, hier rumzulaufen und sich das so ein bisschen vorzustellen, wie das aussah, als es noch nicht zerstört war. Und gleichzeitig gibt einem das natürlich zu denken an die Dinge, die jetzt gerade in der Ukraine passieren. Da wird es dann wahrscheinlich auch später viele solche Museen geben. Wir sind jetzt die ersten 10 Kilometer in Polen gefahren. Es gibt natürlich keinen Radweg an der 22 lang. Die Autos rasen ganz schön, aber man kann auch gut Strecke machen. Hier ist wirklich auf den 10 Kilometern ein Mini-Dorf gewesen und sonst nichts. Also wenn Brandenburg leer ist, dann ist das hier richtig leer. Irgendwie haben wir an der Straße so einen Turm gesehen und den gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir haben uns einen wunderschönen Biwakplatz ausgesucht, gibt es in Polen nämlich auch, an einem See, aber die Zuwegung ist 5 Kilometer Sandweg und wir schieben das jetzt gerade, weil man es nicht fahren kann. Ja, ey, erstmal schön durch tiefsten Sand, geil. Also in Polen sollte man keine Feldwege fahren, dann landet man hier. Also hier muss man schieben, weil der Sand ist 10 cm tief und man kracht immer sofort ein. Also so schottern die Polen Wege. Hier, das sind Backsteine. Ganz spannend. So unterschiedlich ist das dann, ne? Hier, da sind richtige Backsteine drin. Wir sind jetzt an unserem Platz hier angekommen und da hinten ist so eine Art Campingplatz. Also eigentlich nennt sich das Biwakplatz und wir haben uns das so vorgestellt wie in Brandenburg, dass das nur für Radfahrer und Wanderer ist. Aber das sieht aus wie ein normaler Campingplatz, also voll mit Autos, Wohnmobilen, Wohnwagen, Zelten. Und wir sind jetzt einfach hier so einen Wanderweg weitergefahren und jetzt gucken wir mal, wie wir hier das Zelt oder das Tarp aufbauen. Wir haben jetzt unser Lager weiter oben aufgebaut, weil einfach mehr gerade Fläche war. Und wir haben leider kein Wasser mehr. Deswegen habe ich jetzt hier gerade nochmal aus dem See Wasser geholt. Das filtern wir und kochen das ab und trinken das dann als Tee bzw. kochen damit und hoffen, dass das schon okay ist.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, was geht bei dir denn ab so früh? Ja, schönen guten Morgen. Die Sonne ist seit 4 Uhr auf. Das ist der sogenannte Biwakplatz und der war gestern komplett voll mit Autos, als wir ankamen. Kostenlose Massage. Auf jeden Fall. Es gibt hier immer so kleine Rastplätze am Weg. Lustigerweise sind die Mülleimer immer von der Deutschen Bahn. Vielleicht haben die die irgendwie ausgemustert an irgendwelchen Bahnhöfen und nach Polen verschenkt. Wir sind jetzt auf dem ersten polnischen Friedhof und haben hier geduscht. Und das Wasser ist auch ganz gut zum Trinken. Zumindest schmeckt es nicht nach Brunnenwasser. Wenn es Brunnenwasser ist, wird es eigentlich relativ eisenhaltig immer schmecken. Man sieht hier, dass die Gräber viel bunter sind. Ich wollte erst sagen, das sieht alles ein bisschen kitschig aus, aber es ist einfach eine andere Art und Weise. Es gibt einfach viel, viel mehr Grabschmuck hier, viel mehr Kreuze, auch so Holzkreuze, wie man da hinten sieht. Was sich auch so ein bisschen unterscheidet von den deutschen Gräbern, wie ich sie so kenne, ist, dass man hier bei jedem Grab so eine Einfassung hat, so eine Steinplatte, worauf dann der Schmuck kommt oder auch worin dann auch manchmal so eine Erde ist und dann was angepflanzt werden kann. In den polnischen Supermärkten gibt es Bonbons zum selber abfüllen und das liebt Lukas. Wir suchen hier gerade nach Tomatenkonzentrat für Nudelsauce heute und man könnte ja meinen, Konzentrat heißt, dass das 100% ist, aber in diesen ganzen Dingern ist immer nur 30% Tomate drin, der Rest wahrscheinlich mit Wasser gestreckt. Das kaufen wir nicht. Wir frühstücken jetzt hier hinter dieser Packstation. Wir haben jetzt für die nächsten 2-3 Mahlzeiten eingekauft und ungefähr so 13-14 Euro bezahlt. Zum Nachtisch gab es dann diese Nektarinen, die hatte ich aus der Mülltonne von dem Supermarkt gerettet und das war tatsächlich auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich Containern war und ich war super nervös dabei und habe richtig gezittert, als ich die Mülltonne durchwühlt habe und bin dann auch ganz schnell wieder weg. Die polnischen Straßen sind schon manchmal abenteuerlich. Selbst so eine Landstraße, die eine Nummer hat sogar, ist voller Schlaglöcher hier. Man glaubt es kaum, aber es gibt in Polen auch richtig coole Radwege. Wir stehen jetzt hier auf dem Marktplatz von Gursow Wielkopolski und es ist eigentlich ganz nett, aber auch nichts Besonderes. Es gibt eine Kathedrale und einen Brunnen, ein paar nette Häuser. Aber ansonsten ist es eine relativ moderne Stadt. Wir haben jetzt hier einen ganz schönen Spot am Fluss gefunden. Hier ist auch eine Hütte eingezeichnet gewesen, aber die gibt es wohl nicht mehr. Da hinten geht es runter zum Fluss. So, der Kocher ist schon auf Temperatur. Es hat alles sofort geklappt, es hat nicht geräuchert. Ich bin richtig stolz auf mich, weil ich zu Hause schon auf meiner Terrasse das Ding ausprobiert habe und teilweise stundenlang da saß und geflucht habe, dass ich das nicht angekriegt habe. Aber der Trick ist wirklich sehr wenig und sehr kleines Holz unten rein zu tun und das erstmal anzuzünden. Von oben geht das ja nur und wenn das dann richtig läuft, kann man dann ja immer was nachwerfen. Aber am besten immer nur so ein Drittel von dem Kocher wirklich voll machen am Anfang. Jetzt können wir uns selbstgekochte Nudler. Selbstgekocht. Auf dem Hobo. Die polnischen Behörden haben vor circa 2 Jahren 425 Waldgebiete freigegeben zum wilden Zelten. Und das ist damals so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Denn Corona war da voll am Gange und es gab so ein bisschen die Angst, dass Campingplätze zu voll werden. Alle machen im eigenen Land Urlaub und dann kann man keine Abstände einhalten. Und dadurch kam dann eben diese Idee zu sagen, man gibt hier eine große Zahl an Wäldern frei, damit sich das einfach ein bisschen mehr verteilt während der Corona-Zeit. Und das hat man natürlich danach dann auch nicht wieder abgeschafft. Und das ist eine richtig coole Sache. Ich hoffe, dass es sowas irgendwann in Deutschland auch mal gibt.
aus dem Zelt. Es war eine richtig heftige Nacht heute. Hier, die Seite hier. Die war komplett, das war alles nass, das lief hier so runter, hier so. Es hat um 12:45 angefangen zu gewittern, aber so richtig. Und das Ganze ging dann bis 5:30, 6 weiter. Und danach hat es nur noch geregnet, aber richtig stark. Und jedes Mal, wenn es hier drauf geprasselt hat, ist das hier reingespritzt. Und ich dachte, warum ist denn mein Arm so kalt und was ist denn das alles? Ich dachte zwischendurch schon, die Welt geht unter und nachher schwimmen wir hier irgendwie im Wasser und der Fluss geht über die Ufer. Ich dachte, als hier wären Ameisen oder so auf meinem Arm und dann auf einmal merke ich, das ist nass, das regnet hier rein. Und dann war die Kacke am Dampfen, dann habe ich kein Auge mehr zugekriegt. Dann dachte ich so, scheiße, Alter, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich raus ein paar Mal, habe irgendwelche Gegenstände gesucht, habe da hinten die scheiß Leine noch abgespannt, habe das natürlich gefilmt, aber da war ich also dann mit fünften Regen rausgewandert. Und dann bin ich erst auf die Idee gekommen, dass ich meine Ortliebtasche nehme, nachdem ich schon 2 Minuten im Regen stand. Habe ich einfach meine scheiß Ortliebtasche genommen, habe die da drauf gepfeffert, weil nur die schwer genug war, um diese blöde Leine da abzuspannen. Deswegen liegen da auch 5 Sachen rum, nur die Ortliebtasche liegt auf der Leine. Es geht aber noch weiter. Da war noch nicht zu Ende. So, dann dachte ich so, ja gut, jetzt habe ich es abgespannt, mehr kann ich nicht machen. So, ich kam jetzt keine Heringe raus, ich habe ja keine mehr, ich wollte dich jetzt auch nicht wecken, ob du noch Heringe hast. Und dann dachte ich so, ja komm, leg mich am Arsch, taste so ein bisschen um mich rum, scheiße, überall Pfützen. Da unten Pfützen, hier vorne Pfützen, auf der Seite halt, schon so ein kleiner See. Und dann habe ich gemerkt, dass das Schlafsack da so drinnen lag und dann dachte ich mir so, ach, fuck it. Naja, der ist mittlerweile wieder trocken, zumindest von außen. Da unten ist er noch so ein bisschen nass. Sieht man vielleicht nicht, doch, hier sieht man es. Da ist er noch so ein bisschen nass. Ja, ein bisschen, ne? Aber, ja, na gut, dann hat der Regen irgendwann so ein bisschen nachgelassen, dann war er nur noch sehr schwach. Dann habe ich auch mal ein Auge zugekriegt und dann habe ich geträumt, dass meine Bude zu Hause abgefackelt ist. Geilste Nacht ever! Heute ist es ein bisschen windig und nieselt, aber wir kommen gut voran. Wir sind jetzt die ganze Zeit die Straße Nummer 180 runtergestrampelt Richtung Piwa. Man hört sie hier auch im Hintergrund und haben jetzt gerade so einen schönen See gefunden, wo wir Pause machen. Es ist nämlich ziemlich anstrengend. Man kommt zwar schnell vorwärts, aber es ist auch sehr viel Verkehr auf der Straße. Hätten wir aber andere Straßen uns ausgesucht, die keine Nummer haben, dann weiß man nie, ob das eine Schotterpiste ist, ein Kopfsteinpflaster oder einfach nur Sand. Und das ist dann extrem anstrengend. Wir haben hier jetzt gerade eine ziemlich coole Kirche gefunden, quasi ein Neubau, sieht man selten. Wir wollten gerade gehen, da kam der Pfarrer hier an und ging auf seine Kirche zu und hat uns direkt angesprochen, woher wir kommen und was wir eigentlich machen und hat uns erzählt, dass die Kirche halt ein kompletter Neubau ist und dass es 25 Jahre lang gedauert hat, bis die Kirche dann endlich mal fertig war und jetzt sind sie ganz stolz drauf, dass das jetzt alles am Start ist. Ja, das ist leider auch Radreisealltag in Polen, dass man in Städten einfach schieben muss über Grünanlagen, weil keine Radwege da sind. Polen ist halt nicht wirklich ein Radreiseland. Plattenbauten ohne Ende. Wir sind jetzt zwischen Piwa und Kaczory unterwegs und hier gibt es einen richtig guten Radweg. Und in Kaczory wollen wir dann an einem See unser Zeltlager aufbauen. Polen ist echt ein Outdoor-Paradies. Wir sind jetzt hier ganz allein an diesem See. Es ist Freitagabend, aber hier ist keine Sau und hier ist Campen erlaubt. Und See heißt natürlich auch, dass man hineingeht. Boah. Wasser ist frisch. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Oh, das ist so ein bisschen glitschig hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Oh, hier sieht man schon komplett ein. Okay. Ein bisschen schwierig, aber mal gucken. Geilste Natur hier.
Oh Mann, gerade als wir hier die Zelte alle aufgebaut hatten, kam so ein betrunkener junger Pole hier vorbei. Und leider konnte der auch Englisch. Und der hat mich umarmt und mir seine Geschichten erzählt. Irgendwas mit der Polizei und dass er angeblich irgendwen zusammengeschlagen hatte, aber das gar nicht stimmt. Und dann kam er irgendwie darauf, ob ich an Gott glaube. Und mit Gott wäre das irgendwie so wie mit Schafen, die einen Hirten haben, und man soll diese ganzen Satansgeschichten nicht glauben, weil wenn ein Schaf nicht mit der Herde mitgehen will, dann kommt Gott und spricht es an und sagt, hey du, folge mir einfach, und dann ist das Problem gelöst. Ja, es war sehr anstrengend mit ihm. Ich habe ihn dann letztlich hier weg eskortiert, weil wir wussten nicht, wie wir den sonst loswerden sollen. Ich habe ihm seinen Rucksack aufgesetzt und dann habe ich ihn auf die andere Seite des Sees begleitet. Und dann hat er mir weiter seine Geschichten erzählt und dann habe ich mich irgendwann von ihm verabschiedet und gesagt, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen und alles Gute und so weiter. Und dann ist er mir tatsächlich auch wieder nicht mehr zurückgefolgt. Da hinten laufen sie. Was ein Typ, ey. Ach du Scheiße. Die Leute hier sind ja irgendwie echt lustig, aber irgendwie auch sehr, sehr gruselig auf eine Art. Das bringt jetzt hier den ganzen Zeitplan ungefähr um 45 Minuten in Verzögerung. Ich glaube, die waren auch eben schon wegen dem Typ hier. German, English? Oh shit. Hat er dich irgendwie verletzt? Nee, die Nase hat, glaube ich, ein bisschen... Hat er dich ins Gesicht geschlagen? Ja, weiß ich nicht. Der hat mich schon ziemlich K.O. geschlagen. Scheiße, der hat es drauf. Der Typ ist wiedergekommen mit Bier, wollte mich einladen. Ich habe gesagt, nee, wir wollen jetzt auch pennen und ich trinke jetzt auch kein Bier. Ich muss ja Sport machen morgen. Und dann ist er sehr böse geworden und hat angefangen, mich zu schlagen und mich zu Boden zu werfen. Ich habe angerufen, aber der Typ hat so gezögert. Ich habe sofort angerufen, als du meintest, packst du. Da dachte ich, das ist Signal, dass ich Ruhe rufen soll. Und da habe ich sofort angerufen. Der hat 5 Minuten mit mir gelabert. Ich habe gesagt, kommen Sie schnell, kommen Sie sofort. Und er, ja, wie heißen Sie? Ja, ich denke mir so, Alter, wir brauchen jetzt Hilfe. Und da sind Sie, ja? Auf diesem Parkplatz. Genau. Bitte kommen Sie schnell. Und wie heißen Sie? Ich heiße Lukas. Lukas heiße ich. Lukas. Oh, bitte kommen Sie schnell. Telefon. Also ich werde Sie weiter an die Polizei die Meldung senden. Bitte kommen Sie schnell. Dann hat Lukas die Polizei angerufen, ich dann auch nochmal. Irgendwann kamen die dann, also relativ schnell auch, nur dann war der Typ halt weg. Not up here? I know, there. There, yes. Okay, no worries. I know. Can you get him? Yeah. Thank you. Einfach nur zum Haare sträuben hier. Die Polizei total überfordert mit uns, hat keine Ahnung. Keiner kann irgendein Wort, kriegt irgendein Wort raus. No. Ja, jetzt weißt du auch nicht, was Sache ist. Ja, geil. No. Super geil. Das ist einfach gerade ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. Der Typ kann ja jederzeit wiederkommen. Wir wissen nicht, ob die Polizei den geschnappt hat. Jetzt suchen wir hier irgendwie einen anderen Spot, wo wir schlafen können. Aber so ganz sicher sind wir, oder vor allem ich, mir auch nicht, weil der kann ja trotzdem hier hochkommen. Der wird suchen und wenn der uns dann wiederfindet, macht er wieder Radau. Da ist irgendjemand. Und dann kam der Typ nochmal und hat hier rumgeschrien, er ist ja unser Camp zerstört und so weiter. Dude, calm down. Ich habe dann den auf Distanz gehalten und aber immer versucht, mit ihm Gespräch weiterzuführen, damit er nichts machen kann, damit er abgelenkt ist oder halt auch sturzbesoffen. Yes, my friend is injured. Please come to the lake. Yeah. Okay, and do you need... wait a second, do you need ambulance? No, we need police. Okay. Only police. So I will tell the police that you are on the lake. Yes. Fast, please. Come, please. Okay. Wait there. Okay, yes. Thank you. Wait there. Dann habe ich irgendwann weil ich keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe, mich auf ein Bier mit ihm eingelassen und mich richtig nett mit ihm hier auf der Bank hingesetzt und Bierchen getrunken und unterhalten und er hat sich entschuldigt und so weiter. Und Lukas ist dann abgehauen, hat versucht, im Dorf Hilfe zu holen. Ja, keiner spricht Deutsch oder Englisch, keiner macht auf. Ich hatte Fahrradfahrer angesprochen, die hier noch vorbeikamen. Die haben sich auch nur einfach entfernt aus der Situation. Ich habe dann wirklich sehr nett mit dem
am Ende hier auf der Bank gesessen und mir seine Lebensgeschichte angehört und viel Mitgefühl gezeigt, keinen Grund zur Aggressivität gegeben und das funktionierte sehr gut, aber ich wäre ihn ja nie losgeworden. Und Lukas war dann eben schon unterwegs, hat die Polizei geholt und irgendwann kam die Polizei dann auch endlich und hat ihn dann mitgenommen und hat uns gesagt, ihr könnt hier bleiben, wenn ihr wollt. Der Typ wird jetzt eingebuchtet bis morgen mindestens 12, 13 Uhr. Da kommt er also auch nicht wieder. Also er hat auch gesagt, dass er manisch-depressiv ist und eben so Ausfälle mal hat. Ja, und am Freitagabend mit dem Fremden hier Bier zu trinken. Wahrscheinlich hat er auch keine Freunde, die er jetzt anruft, die jetzt hier hinkommen und uns richtig kaputt machen. Aber möglich wäre das, dass er irgendwen schickt. Er war ja auch mit einem Hund hier. Irgendwer muss ja jetzt auch sich um den Hund kümmern. Also vielleicht gibt's da bei ihm zu Hause noch jemanden, der dann jetzt hier irgendwie vorbeikommt noch und uns so richtig fertig macht, weil wir ihn jetzt in die Gummizelle gebracht haben. Und das Risiko wollen wir einfach nicht eingehen. Deswegen bauen wir jetzt hier mitten in der Nacht alles ab und fahren nach Piwa ins Hotel und hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt und wir trotzdem noch ein positives Bild von Polen haben dürfen. Also das war jetzt der Hammer. Wir haben jetzt hier in irgendeiner Kneipe angehalten, an irgendeiner polnischen. Hier sind Leute, sind alle besoffen, aber cool drauf, haben uns jetzt eingeladen. Irgendwann meinte einer von den Typen, ach, ihr könnt bei mir auf dem Dachboden pennen. Weil wir jetzt die Geschichte erzählt haben, es ist irre. Es ist irgendwie mittlerweile 1:30 oder so ein Scheiß. Also, Polen ist auf jeden Fall das aufregendste Land bisher. Also, das stellt Norwegen auf jeden Fall in den Schatten. Also, es ist einfach nur krass. Es ist einfach nur, also, nicht von der Gegend am wenigsten, aber von dem, was man hier erlebt, also unglaublich. Es ist sehr spät geworden, die waren auch noch alle mit hier oben und jetzt können wir aber hier einfach auf den Sofas pennen und haben sozusagen aus einem schlechten Tag noch einen guten Tag gemacht. Ja! Yeah. Yeah. thank you, guys. Guten Morgen, wir sind jetzt wach oder so halbwegs jedenfalls, weil wir wurden hier irgendwie um 8:30 rausgeschmissen. Wir fahren jetzt erstmal zum Friedhof oder irgendwas und pennen da erstmal und gehen jetzt den Tag ganz locker an. Nach den Erlebnissen gestern sowohl negativer als auch positiver Art ist das, glaube ich, mal ganz sinnvoll. In der nächsten Folge erfahrt ihr dann, warum wir Nazi-Spione sein könnten, die ein kleines polnisches Dorf übernehmen wollen. Also Leute, haltet euch von uns fern. Wir sind vielleicht nicht so harmlos, wie wir aussehen. Also bloß nicht den Kanal abonnieren.